Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Mein Name ist Stefanie Jerchel. Ich darf Sie im Namen der Thomas Krenn AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar zum Thema großes Open Sense Q&A-Webinar mit Max IT. Unser Referent ist heute Michael Münz von Max IT. Bevor wir mit dem Vortrag starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert circa 60 Minuten plus Fragerunde. Die Fragen können im bekannten Chatfenster gestellt werden. Einfach die Frage eintippen und abschicken. Am Ende des Webinars werden die Fragen dann in einer Fragerunde beantwortet. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich während des Webinars. Die Aufzeichnung sowie die Präsentation werden wir Ihnen im Nachgang zur Verfügung stellen. Ein kurzer Hinweis noch: Heute gibt es eine Aktion, und zwar Open Sense Vorinstallation plus extra SSD ohne Aufpreis. Mehr dazu finden Sie bei uns im Shop. Zum Schluss vom Webinar kommt wie gewohnt die Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft in die Planung der Webinare dann mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Herrn Münz. So, hallo zusammen. Ja, mein Name ist Michael Münz von der Max IT. Manche kennen mich vielleicht schon von den vorherigen Webinaren von Thomas Krenn. Das ist jetzt mittlerweile das vierte. Und beim letzten haben wir gesagt, vielleicht machen wir das nächste Webinar einfach nur eine kleine Fragerunde oder eine größere Fragerunde und haben jedem die Möglichkeit gegeben, seine Fragen einzureichen. Und jetzt versuchen wir mal, die Fragen, die reingekommen sind, zu beantworten. Ich habe es jetzt einfach mal in Word-Dokument gepastet, ohne auf Rechtschreibfehler zu achten oder die zu korrigieren. Ja, es geht ja, glaube ich, eh nur um den Inhalt. Ich weiß nicht, wie schnell wir vorankommen. Es sind schon ein paar Fragen zusammengekommen. Wenn noch Fragen sind oder wenn es noch mal Nachfragen zu diesen Fragen gibt, einfach im Chat reinschreiben und hoffentlich kommen wir alle ganz gut durch. Dann fangen wir mal an. So, erste Frage: Ist die HA-Fähigkeit von Open Sense daran gekoppelt, dass beide Nodes lizenziert zu betreiben? Ja, bei der Business Edition müssen beide Nodes lizenziert werden, ansonsten funktioniert das nicht. Es ist, ich würde jetzt mal sagen, bei der Business Edition ist der Betrag ja eher symbolisch, ja, also wirklich hoch ist er nicht. Ich glaube, es sind ja so 150 Euro pro Jahr oder 300 Euro für 3 Jahre. Also da fördert man eher das Projekt und ja, es ist eher so ein symbolischer Betrag. Man kann natürlich die HA-Funktionalität auch ohne die Lizenz betreiben, ist überhaupt kein Problem. So, die nächste Frage: Bietet Open Sense für die Proxy-Authentifizierung eine Single Sign-On-Lösung für Remote Desktop-Server? Nee, also es gibt ein Plugin für den Web-Proxy für Single Sign-On. Das wird aber von zwei Russen gepflegt, wurde schon lange nicht mehr gepflegt. Ich habe bisher keine Beschwerden gehört, aber ich habe es, wenn ich ehrlich sein soll, auch noch nie irgendwo im Einsatz gesehen. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Für Remote Desktop Server, schwierig. Wie funktioniert die Migration von PFSense zu OpenSense optimal mit Kopieren aller Einstellungen? Ja, mittlerweile hat sich die Codebasis zu weit voneinander entfernt, als dass das möglich gewesen wäre. Ich glaube, mit PFSense 2.2 hat es noch ganz gut geklappt, aber jedes neue Plugin, jedes Feature, das auf die API oder auf den neuen Code von OpenSense migriert wird, ist dann nicht mehr kompatibel mit der alten Konfiguration. Ich würde auch jedem empfehlen, sich die Arbeit zu machen, das manuell zu übertragen, weil die Lernkurve wesentlich steiler ist, weil OpenSense hat ja doch hier und da so seine eigenen Nicklichkeiten, die man jetzt von PFSense nicht gewohnt ist. Und es ist auch immer ein guter Grund, mal mit den Firewall-Regeln und den Aliasen aufzuräumen. Also da fällt einem dann schon oft auf, dass so ungefähr ein Drittel der Regeln eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden. Also Migration mit einem einfachen Restore geht mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ja, und da macht man sich dann eher was kaputt, wie dass man sich da die Arbeit spart. Gut, nächste Frage. Wir betreiben für unseren Kunden mehrere Open Sense Installationen an virtuellen Appliances unter Hyper-V und es ist zweimal vorgekommen, dass die Appliance nach einem Software-Update nicht mehr booten konnte. Ja,
Hatten wir auch mal mit 19.1, da gab es ein bekanntes Problem, ist aber seitdem nicht mehr vorgekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie alt Ihre Installation da war, aber seit 19.1 bzw. nach 19.1 kam das nicht mehr vor. Ich habe auch noch mal beim Entwickler nachgefragt, beim Franco Fichtner, der mittlerweile jetzt auch für die CISO festangestellt ist, also das nicht mehr nur noch in seiner Freizeit macht. Und er hat gesagt, er hat seitdem auch nichts mehr gehört. Und ein Kollege von mir hat vor ein paar Wochen noch die letzte OpenSense von 19.7 auf 21.1 hochgezogen und da gab es auch keine Probleme. So, dann haben wir noch eine Frage. Webinterface nach Update nicht erreichbar. Selbst nach Einspielen am selben System mittels Terminals kann die Weboberfläche nicht reaktiviert werden. Ja, schwierige Frage. Ohne irgendwelche Logs zu sehen. Es gibt bei der OpenSense das System-Log ganz einfach zu erreichen. Ich habe hier mal eine kleine OpenSense. Müsste man jetzt auch sehen, einfach Logfiles, General. Ah, nee, hier wäre es dann die Web-UI. Da würde man dann sehen, was da los ist. Hier steht noch NetData funktioniert einwandfrei. Ja, NetData ist ja ein Plugin für das Auslesen der Metriken, hat einen eigenen Webserver. Kann man jetzt im Nachhinein nicht wirklich sagen. So. Frage 6. Würden Sie mir die fehlenden Infos für OpenSense im Vergleich zu anderen Firewall-Lösungen aufführen? Siehe Spreadsheet. Ja, wer auch immer oder ich hoffe, derjenige ist hier drin. Sie haben auf einen Google Drive Sheet verlinkt. Das wollte ich dann nicht öffnen. Also wenn Sie irgendwie ein PDF haben oder so, gerne nachreichen. Ich habe es mir jetzt nicht angeschaut. Prinzipiell würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, im Vergleich zu anderen Firewall-Lösungen im speziellen kommerzielle Firewalls fehlt der OpenSense ein Userportal, bei dem zum Beispiel sich die User selbst ihre VPN-Client-Installation ausrollen können. Und wenn wir jetzt mal mit einer Sophos vergleichen, auch eine Quarantäne für den E-Mail-Filter. Ja, das ist einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil es keine Open-Source-Software dafür gibt. Ja, und die OpenSense basiert eben eigentlich nur auf Open Source und wenn es dafür keine Lösung gibt in dem Bereich, dann gibt es dafür eigentlich auch kein Feature. Ja? So, was haben wir noch? Hat OpenSense inzwischen ebenfalls die Voraussetzung, Prozessor mit ASNI-Unterstützung zu nutzen oder dies in der Planung? Nein, das war von pfSense mal geplant, weil angeblich eine API eingeführt werden sollte, die nur mit ASNI arbeitet. Das wurde aber wieder zurückgenommen und das ist bei OpenSense auch nicht in Planung. Also Sie können weiterhin Prozessoren kaufen, nehmen, die das nicht unterstützen. Ich sehe auch gar keinen Grund, warum die API das brauchen sollte. Ich denke mal, also ich vermute mal, ja, aber nur aus dem Bauch raus, das haben die gemacht, damit die ganzen chinesischen Hersteller, die billigst Hardware verkaufen mit pfSense vorinstalliert, da dann einfach nicht mehr zum Zuge kommen. Und da war dann wohl das Echo zu laut, zu groß, dass sie wieder zurückgerudert haben. So, profitiert man bei der Nutzung von ASNI-CPUs im Verbund mit OpenSense? Ja, natürlich, wesentlich schneller, wesentlich, wesentlich schneller, gerade bei billigeren CPUs. Da merken Sie das extrem. Klar, IPsec ist da der größte Profiteur, sage ich jetzt mal, weil es eine Kernel-Implementierung hat. Ich würde jetzt mal sagen, so im Vergleich, wenn Sie eine ordentliche Hardware haben, dann kriegen Sie, also mit i5, i7 Xeon, kriegen Sie das Gigabit voll mit ASNI und ohne werden es wahrscheinlich dann so 200 Mbit sein. Ja? Ist die Einbindungsmöglichkeit von WireGuard OpenVPN Tunneling geplant? Tja, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, weil WireGuard ist verfügbar für die OpenSense und OpenVPN ist ja auch schon mit dabei. Tunneling ist jetzt vielleicht irgendwie ein Begriff, mit dem ich jetzt nicht viel anfangen kann. Gerne dann auch im Chat nochmal nachreichen, beziehungsweise die Frage genauer stellen. So, dann sind wir bei der 10. Ist OpenSense grundsätzlich kompatibel mit 10G-Erweiterungskarten? Ja, ist sie. Prinzipiell Intel-Karten, die funktionieren super. Mellanox
Kann man nehmen, da ist aber bei FreeBSD wird hin und wieder mal dann ein alterer Treiber wieder deaktiviert, beziehungsweise nicht, funktioniert dann nicht mehr. Oder Chelsea-U-Karten, die gibt's, die sind jetzt eher unbekannt, die gibt es nur in Amerika oder größtenteils in Amerika, die sind aber sehr stark in der FreeBSD-Entwicklung mit dabei, auch gerade was 40G betrifft. Das Einfachste ist einfach im Thomas-Krenn-Shop sich die Hardware für OpenSense-kompatibel anzeigen zu lassen und dann werden die 10G-Karten, die auch reibungslos funktionieren, dort gelistet. Ja? Wie hoch sind die Hardwareanforderungen bei 1G verglichen mit 10G? Orientiert an Mittelstandsunternehmen, mehrere VPN-Tunnel, 50 bis 200 User, teils extern. Ja, alle Prozessoren mit i und Xeon sind da auf jeden Fall gut. Man unterscheidet immer von der Taktung der CPUs, wenn man mit IPS arbeiten will oder OpenVPN, was auch nur einen Core verwenden kann, dann ist die Empfehlung eher weniger Kerne und eine höhere Taktung zu nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Webproxy betreibt, jetzt mit 300 Power-Usern, sage ich jetzt mal, dann ist die Taktung nicht so wichtig. Also da kann man auch mal 2 GHz nehmen und dann halt vielleicht eher 16 Cores, weil sich dann die Last beim Proxy besser verteilt. Ja? Bei 10G, also OpenVPN nimmt so gut wie gar keine CPU in Anspruch. Da ist dann eher die Limitierung der Durchsatz, dass sie softwareseitig mit einem OpenVPN-Prozess eigentlich gar nicht so wirklich über, ich sage jetzt mal ungefähr 800, 900 Mbit hinauskommen. Ansonsten, die Xeon-D-Geräte von Thomas Krenn sind super. Die haben 1G-Karten dabei, die haben 10G-Karten dabei. Und die Performance-Tests, die ich gemacht habe, da ging sowohl 1G als auch 10G und ist jetzt preislich eigentlich auch nicht so hoch für ein Mittelstandsunternehmen. Das ist natürlich immer Definitionssache. Der Less Network Plus mit dem i5, der funktioniert genauso gut. Ja? Ist aber dann natürlich limitiert in den Netzwerkports, die er halt hat. Ja? So, orientiert am selben Beispiel, kann die Rechtevergabe für Gäste, Kunden, jetzt mit anderen Systemen LDAP verknüpft werden und somit automatisiert stattfinden? Ja, natürlich. Da gibt es das Captive Portal von OpenSense und da können Sie Voucher anbinden, da können Sie LDAP anbinden, da können Sie Radios anbinden. Das ist kein Problem. So. Die Möglichkeit der Konfiguration bzw. das Management von IPS-Ringen stellen für uns aktuell die wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer neuen Firewall dar. Ja, welche Möglichkeit bietet OpenSense bezüglich und wie aktuell sind die Filterregeln? Dann fangen wir doch mal so an. Die Filterregeln, die kostenlosen Filterregeln, die bei OpenSense dabei sind, sind die Open-Regeln von Emerging Threats und die sind den kommerziellen Regeln immer ein paar Tage hinterher. Wenn man jetzt also Angst hat von irgendwelchen O-Day-Exploits, siehe jetzt Exchange vor ein paar Tagen, dann bringen einem diese Regeln nichts. Aber es gibt auch die Pro-Regeln in der Telemetrie-Edition. Die sind dann für den User kostenlos. Man gibt dann nur seine Metadaten preis. Allerdings auch nur auto anonymisiert und auch nur an die Jungs von Emerging Threats. Und die werden dann irgendwas mit den Daten machen. Wahrscheinlich haben die dann so ein riesiges Honeypot-Netz, wo die dann Ausbrüche besser erkennen können und das dann für deren zahlende Kunden irgendwie nochmal aufwerten. Ja? Aber wenn sie diese Regeln verwenden, dann sind sie da auf einer guten, dann sind sie da auf einer sicheren Seite, ist man ja nie, aber da ist man dann schon mal gut ausgestattet. Das Regelmanagement ist bei der OpenSense ein bisschen, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Ich kann es mal hier zeigen. Wo sind wir hier? Wir sind hier in der. Wir haben hier die Rubriken von Regeln, die hier verfügbar sind. Da kann man sich aussuchen, welche man denn überhaupt aktivieren mag. Das sollte man sich auch ganz genau durchlesen, weil zum Beispiel diese URL-Regeln, da gab es vor ein paar Monaten mal ein Problem, dass die sich zu hoch aktualisiert haben und dann hatte man 300.000 Regeln aktiv und das hat dann das RAM von manchen Geräten nicht gepackt und ich habe die Jungs dann mal angeschrieben und die haben dann wohl ihr Scripting aktiviert, dass es dann weniger sind. Wir können mal gucken, wie viel es jetzt gerade sind. Oh, ich habe hier noch was getestet. Das ist hier zu viel.
Ja, 30.000 Regeln ist doch schon einiges, ja. Genau. Also hier kann man gruppierte Regeln aktivieren und jede einzelne Regel taucht dann nochmal hier auf. Das war den Usern dann irgendwie, also das ist dann schon schwierig zu vermitteln, sage ich jetzt mal. Und seit Version 21.1, also jetzt, ich sag mal, 1,5 Monate her, gibt es jetzt hier einen Policy-Editor. Ich habe damit noch nicht so viel gespielt, aber ich habe mal testweise hier gesagt, dass die FDP-Regeln, egal ob sie disabled, auf Alert oder auf Drop sind, enabled werden und die neue Aktion ist dann bitte Drop, weil die Leute gesagt haben, ja, das sind standardmäßig Regeln nicht aktiviert, ich will aber alle aktivieren und ich will nicht jede einzelne Regel durchblättern. Und das habe ich jetzt hier mal probiert und kann man dann hier ganz gut sehen, wenn man hier mal nach FDP sucht und das mal ein bisschen größer macht. Dann ist hier alles auf Enabled und alles ist auf Drop. Und auf der zweiten Firewall habe ich das auch gemacht, aber ohne den Filter. Also ich habe nur FDP installiert und dann machen wir mal hier Suche nach FDP. Genau. Und dann sieht man hier, da sind eben manche Regeln sind gar nicht aktiviert und sie stehen halt immer noch auf Alert. Also man kann mit dem Policy Editor, kann man die Regeln eigentlich ganz gut anpassen. Der ist noch ganz neu. Ich habe jetzt in GitHub schon von ein paar kleineren Problemchen gelesen. Da einfach dann noch ein bisschen Zeit geben, wenn Sie auf irgendeinen Fehler stoßen. Sollte dann mit 21.1.4, 1.3 sollte das dann alles gefixt sein. Aber in meinem Test hat es jetzt super funktioniert und ist eigentlich eine feine Sache. In der Regel hat es einen Grund, warum die Regel hier beim Intrusion Detection nicht aktiviert ist. Wir können mal reingucken. Ja, und sehen, die Regel wurde das letzte Mal 2010 aktiviert. Also die Software sollten Sie nicht mehr im Einsatz haben. Ja, und deswegen macht diese Regel eigentlich auch keinen Sinn. Man sollte dann schon ganz genau schauen, welche Regeln man da aktiviert. Ja, haben wir beim letzten Webinar, also es gibt vor ein paar Monaten haben wir mit Thomas Krenn Webinar gemacht. Einfach mal in YouTube suchen. Da hatten wir auch eins speziell zum Thema Intrusion Prevention, Intrusion Detection. Gut, weiter. Wie kann ich aus der Firewall Live-Ansicht komfortablen Regeln erstellen? Ja, das geht leider nicht. Das sind Sie wahrscheinlich von pfSense gewöhnt. Das geht mit OpenSense nicht. Schade. Fände ich auch toll. Ich kann die Jungs mal anschreiben, was da der Grund ist, wieso das nicht so ist. Mal, ich weiß auch nicht bei pfSense, wann das Feature mit reingekommen ist. Man hat sich ja abgespalten 2015 oder so. Und wenn es da das Feature noch nicht gab, dann ja, die neuen Features von pfSense werden ja nicht eins zu eins kopiert. Das ist ja nicht Sinn der Sache von OpenSense. Und vielleicht hatten sie keine Zeit oder keine Lust oder es ist von der Codequalität nicht so wirklich toll zum Handeln, ja, und deswegen wird es nicht gemacht. Aber ich nehme es einfach mal mit. Ich tue es mir einfach mal hier fett markieren. Die Entwickler sind immer im IRC, größtenteils. Meistens sind ja Holländer, also zu unseren Zeiten sind sie im IRC unterwegs. Da kann man eigentlich nachfragen. Werde ich mal machen. Gut, und dann hatte ich aber hier noch was gelesen. Welchen Haken muss ich setzen, dass in der Live-Ansicht Let Out Anything nicht mehr vorkommt? Ja, diese Meldung kommt, weil sie sagen, dass auch erlaubte Pakete gelockt werden sollen. Und wenn Sie die nicht mehr sehen wollen, dann gehen Sie hier in die Live-View. Also die Firewalls sind jetzt nicht wirklich am Netz, deswegen werden wir hier keine geblockten Pakete sehen. Und dann sagen Sie hier einfach Action Contains Pass. Ja, Drop. Plus und wechseln Sie. Ja. Und dann können Sie ja auch noch mehrere Regeln machen, ja, wenn Sie jetzt hier einschränken wollen oder das macht jetzt hier keinen Sinn. Sagen wir mal hier, wir wollen 443 nicht mehr sehen, dann wäre das hier Destination Port Contains, does not contain 443. Schauen wir mal, was dann passiert. So, jetzt ist 443 weg. Und wenn es jetzt immer noch zu viel runterscrollen und sagen, oh, da habe ich ja überhaupt keinen Überblick, dann können wir hier noch einen dazu machen. Nein, geht nicht. Wieso nicht? Ist ja spannend. Ist ja lustig. Geht es hier mit meinem Browser nicht? Normalerweise sollte das gehen. Oder hier vielleicht klicken? Ist ja interessant. Normalerweise funktioniert das doch. Das gibt es doch gar nicht. Das ist ja lustig.
Naja, dann haben sie mich wohl erwischt. Da muss man wohl einen Bug melden. Das ist ja interessant. Das ging aber. Na naja, gut. Weiter im Programm. So, wir haben ein Szenario, bei dem auf der Open Science Insight Side-Tunnel zwischen einer Azure-Umgebung mit mehreren lokalen Netzen konfiguriert ist, wobei sich diese Netze hinter einem Router befinden. Die Pakete kommen von Azure und zwar durch den Tunnel zu uns. Funktioniert richtig. Nicht richtig. Obwohl der Datenverkehr aus dem Azure-Netz auf unseren erlaubt ist, korrekt eingetragen, kommt kein Datenverkehr zustande. Zunächst lief das über die OpenSense gar nicht, da durch die automatisch angelegte Firewall-Regel alles wieder zum externen Interface geschickt wurde. Das halte ich für ein Gerücht. Wenn Sie Multivan haben und dort Gateways erstellen und dann anhand von Firewall-Regeln diese setzen, dann werden die Pakete nicht durch den Tunnel wandern. Das wäre dann zum Beispiel hier, wenn Sie jetzt hier eine LAN-Regel haben und dann sagen Sie Add, alles erlauben und dann hier rausschicken. Ja, wenn Sie solche Regeln haben, dann können Sie sich einiges zerschießen. Ansonsten funktioniert das. Also wir haben auch mehrere Kunden, die auf Azure sind, also sowohl eine OpenSense in Azure haben, als auch OpenSense bei sich haben. Und dort ist die Anforderung dann eben in der Regel Route-Based IPsec und das funktioniert eigentlich super. Ja, da wird ein Gateway erstellt bei Ihnen und so funktioniert dann das Routing. Ich verweise da gerne auf die Dokumentation von OpenSense. Da ist dann auch ein Beispiel mit Azure dabei, wie das konfiguriert wird und das funktioniert. Also da bitte dann nochmal nachschauen. Das Problem ist schon sehr speziell. Da muss man dann mal mit dem Troubleshooting beginnen. Ich verfolge da immer am liebsten die Pakete und zwar dann bei Interface Diagnostics gibt es den Packet Capture. Dort dann einfach das Interface auswählen und dann sagen wir hier Protokoll ICMP und dann einfach mal starten. Bisschen warten, die Pings stoppen und dann kann man sich die hier anschauen. Sieht man jetzt natürlich keine. Und das dann weitermachen, eben dann noch bei dem IPsec-Interface. Und dann sehen Sie, wo die Pakete reingehen und wo die Pakete rausgehen. Für mich dauert es dann in der Regel zu lange. Ich mache das dann immer gerne über die Konsole. Gibt es dann das Programm hier TCP-Dump, NI und dann hier das Interface. Das ziehen Sie sich hier immer raus und dann sagen Sie hier EM0. Gut, da wird jetzt SSH drauf sein und dann sehen Sie die Pakete, die dann hier rausgehen. Ja? Aber sonst das ist jetzt keine Frage, die man so einfach beantworten kann. Aber es funktioniert, also es gibt keine bekannten Probleme mit einem ähnlichen Szenario. So, es ist bei uns zweimal vorgekommen, dass die virtuelle OpenSense nach einem Software-Update nicht mehr booten konnte. Ja, schade. Da wäre jetzt der Fehler interessant. Das Dateisystem von der OpenSense ist jetzt nicht das Beste. Es ist zwar eines der gereiftesten, aber es kann durchaus mal sein, dass irgendwie das Dateisystem kaputt geht, weil irgendein Block in der Festplatte kaputt ist. Und virtuelle Appliance, da müssten Sie einfach mal in der Konsole nachschauen. Am besten einen Forenbeitrag erstellen. Gerne im deutschen Bereich. Der deutsche Bereich vom OpenSense Forum ist sehr stark vertreten. Da sind viele fitte Leute dabei und die sind auch alle gewillt zu helfen. Ja, also ich kann das jedem empfehlen. Auch Interessenten, die bei uns anrufen und sagen, ich habe jetzt ein Problem und ich merke dann, okay, das ist jetzt eher ein Problem für eine halbe Stunde, Stunde, wo sich jetzt das wirtschaftlich einfach nicht lohnt, SAP einen Kunden anlegen und. Dann verweise ich auch da immer gern auf das Forum. Da bin auch ich unterwegs und wenn das ein Thema ist, wo jetzt noch keiner geantwortet hat und was mich anspricht, dann bin ich da eigentlich auch immer dabei. Ja. Deswegen jetzt ist leider auch eine Frage, die ich jetzt so nicht beantworten kann. Da fehlen ein paar Details. So, die OpenSense hat ja enorm viele Werkzeuge mit an Bord, um Netzwerkverkehr überwachen und zu kontrollieren. Teilweise sogar mehrere, welche die gleiche Funktion abdecken. Ja, richtig. Da stellt sich dem Einsteiger zu Hause oder im KMU die Frage, welche Services Pflicht sind. Also Pflicht sind in der Regel gar keine Services. Denn je weniger Services Sie haben, desto weniger Performance wird gebraucht. Und ja, wir können ja mal hier schnell einen Blick reinwerfen, was es denn hier so für Plugins gibt. Das ist ja eigentlich das Tolle an OpenSense, dass man mit Plugins sehr viel,
ja, das System veredeln kann, sage ich jetzt mal, oder halt an seine Bedürfnisse anpassen. Also viele sagen ja, wir haben ja hier das Postfix-Plugin programmiert mit RSpamD für eine Anti-Spam-Detection. Und dann sagen viele, die Sicherheitsexperten, sagen wir jetzt mal, ja, was hat denn der Mail-Server auf einer Firewall zu tun? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das ist ja eine riesige Security-Lücke. Ich drehe das aber um und sage mir, hey, wenn du den sichersten Mail-Server haben willst, wo installierst du den? Den installierst du natürlich auf einer Firewall. Aber es muss ja gar keine Perimeter-Firewall sein, die direkt am Internet hängt, sondern jeder kann sich ja eine virtuelle OpenSense installieren in dem internen Netz oder in der DMZ und darauf den Mail-Server betreiben. Spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und dann ist der auf jeden Fall wesentlich sicherer wie ein blank installiertes Linux mit bisschen Config-Gefrickel. Ja? Von daher ist eine super Sache. Aber welche Plugins jetzt muss, sind eigentlich gar nichts. Wenn Sie kein Plugin installiert haben, dann sind Sie eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Wer jetzt WireGuard machen will, installiert sich WireGuard. Wer in die Pakete reinschauen will, um zu sehen, wo jetzt gerade ein Problem ist, da gibt es ja gerade so eine Diskussion, weil hier dieses Traffic Reporting umgeschrieben wurde und es nicht mehr so detailliert ist. Ja, wer jetzt gerade sehen will, wer jetzt hier den großen Traffic ausmacht, der kann dann hier gucken. Und wenn er noch genauer schauen will, dann macht er entweder NetFlow oder eben bei den Plugins nTopNG. Aber in der Regel brauchen diese Plugins sehr viel CPU, wenn man in den Traffic reinschaut. Und das sollte man dann auch wirklich nur aktivieren, wenn man gerade ein Problem hat, ja, hier in TopNG, da sehen Sie dann alles, ja. Da sehen Sie dann, welcher Client wohin surft, aufgeteilt nach Facebook, Google, YouTube und oder Amazon oder was auch immer. Und dann können Sie auch sortieren, wie viel nach Bandbreite sortieren, ja. Und dann sehen Sie gleich, okay, die IP-Adresse 5 schaut gerade ein Video auf YouTube an und dann gehen Sie rüber und sagen, hey, mach mal bitte deinen Stream aus, du nimmst die ganze Bandbreite weg. Ja. Aber an sich, je weniger Plugins Sie drauf haben, desto besser. Und die gleiche Funktion, ja, das ist dann in der Regel das ganze Reporting. Also es gibt dann eine und Alerting, das wäre dann NetSNMP für Monitoring-Systeme, die jetzt nur NetSNMP, also nur SNMP können. Oder wir haben dann hier Zabbix, wenn man einen Zabbix-Server hat, oder NRPI für Nagios. Prometheus gibt es den Node-Exporter und, oh Gott, was gibt es denn da noch alles? Kollektiv, wenn Sie ein Kollektiv haben oder mit LibreNMS, das müsste auch Kollektiv können. Es ist ja eigentlich so aufgebaut, für, also es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, die OpenSense in Ihr bestehendes Netz zu integrieren. Also Sie müssen nicht Ihre Dienste an OpenSense richten, sondern die OpenSense versucht, es Ihnen so einfach zu machen, das System bei Ihnen zu betreiben. Sprich, Sie haben Zabbix, die OpenSense kann es. Sie haben Nagios, die OpenSense kann es. Sie haben Kollektiv, die OpenSense kann es. Oder Moonin oder weiß der Geier, das ist ja hier Moonin, das weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt. Ja, wir hatten das auch mal eine Zeit lang im Einsatz, das ist ganz nett. Mittlerweile nimmt es eigentlich keiner mehr her. Gut, so, was haben wir noch? Werkzeuge, also ja, wie geht es mit pfSense und OpenSense weiter? Ich war mir nicht sicher, ob wir die Frage jetzt überhaupt behandeln, weil das ist ja schon sehr komplex. Mit OpenSense geht es weiter wie bisher. Mit OpenSense wird es schneller weitergehen, weil, wie gesagt, der Franco Fichtner, also einer der Hauptentwickler, jetzt Vollzeit für die CISO arbeitet, ist gerade in Elternzeit. Schöne Grüße, Franco. Servus. Da wird es wesentlich schneller vorangehen. Wir werden nächstes Jahr mit 21, nee, mit 22.1 dann auf FreeBSD 13 gehen, falls es dann jemanden interessiert. Es wird natürlich ein bisschen mehr in den Business-Bereich kommen, weil die Holländer sich natürlich auch irgendwie finanzieren müssen. Ja, irgendwie muss Geld reinkommen, dass man Vollzeit an dem Projekt entwickeln kann. Und wie es mit pfSense weitergeht, das hat ja jeder gehört. Es wird weiterhin die Community-Version geben und es gibt eine Plus-Version, die dann mehr Features hat wie die OpenSense, wie die Community-Edition von pfSense. Und wie es bei denen weitergeht, kann ich nicht sagen. Bei OpenSense ist es übrigens so, die Business Edition ist
hat nicht mehr Features, so wie jetzt das PFSense macht, sondern es ist genau das Gegenteil. Die Business Edition ist immer so 3 Monate hinter der Community Edition. Features sind wirklich genau gleich. Also es gibt kein Feature, was da noch zusätzlich drin ist. Nur es ist halt ein paar Monate hinterher. Einfach, dass man sieht, okay, Version XYZ, die hat sich bewährt, da gab es nie was, nix. Und dann wird das für die User freigeschalten und dann können die wieder auf diese Version updaten. Und eben, und es gibt weniger Updates, weil das natürlich auch viele jetzt im Business-Bereich stört, irgendwie alle 2 Wochen abzudaten. Aber man muss ja auch nicht jedes Update mitmachen. Es ist ja nicht jedes Update so wie jetzt der Exchange-Bug, sondern meistens sind es dann einfach nur kleine neue Features. Und ach so, und natürlich bei der Business Edition hat man dann noch ein paar Plugins, die noch mit dabei sind. Und GeoIP ist dann auch schon von vornherein mit dabei. Das müsste man sich als Privatanwender beziehungsweise als User der Community-Edition oder als der normalen Edition, müsste man sich halt dann so diesen kostenlosen License-Key von MaxMind erstellen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Feature gleich. So, wir haben immer wieder sporadisch, dass Netzwerkverbindungen zurückgesetzt und terminiert werden. Ja, schade. Kleinanwendungen reagieren mit Absturz. Okay, welche möglichen Events kann es geben? Da fällt mir nur einer ein. Da fällt mir nur einer ein und das hatten wir letztens auch bei einem Kunden, wo wir 3 Internetleitungen hatten. Da haben wir SDSL, da haben wir VDSL für reines Surfen und dann haben wir noch eine extra Leitung für die Telefonie, wo wir dann auch wirklich nur die Telefonie über diese Leitung rausschicken und sonst nichts anderes. Und da gibt es einen Haken unter Firewall Settings Advanced, Disable State Killing und Gateway Failure. So, der ist nicht gesetzt. Und wenn Sie den nicht setzen, dann werden die States bei einem Fehler, wie es schon da steht, von einem Gateway zurückgesetzt. Und zwar nicht nur die diese Leitung betreffen, sondern alle States. Und wenn jetzt Ihre Leitung, die eigentlich nur für Telefonie verwendet wird, oder die allerletzte Leitung, die nur im Notfall verwendet wird, ein Problem hat, dann werden die States trotzdem zurückgesetzt. Deswegen hier den Haken setzen, safe, und dann ja, hoffe ich für Sie, dass das Problem war. Gut, können Sie mir bitte mitteilen, welche Zertifizierungen die OpenSense Firewall hat, insbesondere ja, FIPS 140? Nö, gar keine. Keine. Gibt keine Zertifizierungen. Es ist Open Source. Ja, jeder kann reinschauen. Jeder kann für sich selbst entscheiden, ob das für einen gut ist oder nicht. Es ist ein europäischer Hersteller. Letztens wieder ein Telefonat mit einem, wo er gesagt hat, der Wechsel von PFSense zu OpenSense war einfach angebliche BSI-Empfehlung, dass man halt jetzt nicht unbedingt einen amerikanischen Hersteller nehmen sollte, sondern dann eher einen europäischen Hersteller. FIPS sind sowieso ganz spezielle Anforderungen. Ich glaube, bei einer Cisco ASA gibt es dann auch ein eigenes Image, wenn das FIPS lizenziert sein soll. CC-EAL4, ja, da sind wir dann auch schon so im NATO-Bereich, wo es dann auch nur bestimmte Geräte gibt, wie die Genu Gate von Genua. Also da gibt es jetzt bei OpenSense nichts. Ja. Wenn Sie da Bedenken haben, wir haben einige Kunden, die sind ISO-zertifiziert und haben eine OpenSense. Die sind TISAX-zertifiziert und haben eine OpenSense. Auch wenn man jetzt wenn man irgendwie Subunternehmer ist von einem Automobilhersteller, die haben ja auch sehr spezielle Anforderungen. Da sind sie mit einer OpenSense, werden sie auf jeden Fall zertifiziert. Ja, also das braucht man in der Regel nicht, außer wenn man wirklich in ganz hohen Behördenumgebungen arbeitet. Aber da OpenSense keine Chance. So, ich erhalte in letzter Zeit von Thomas Krenn vermehrt Mails mit der Neuerung, dass es jetzt auch eine OpenSense Business mit Enterprise Features gibt. Ja, genau, da sie neu sind und keinen durchaus Interesse, würde mich interessieren, wie es denn vorher war. Also, was war vorher? Nur ausschließlich Open Source. Ja, ich habe es gerade erklärt. Wie gesagt, die Business Edition ist für die Leute, die einmal das Projekt unterstützen wollen. Ja, weil, wie gesagt, für mich, also persönlich, ist es jetzt eher ein symbolischer Beitrag, verglichen mit den Lizenzgebühren, die man an einen kommerziellen Hersteller zahlt. Und es ist in den Features identisch, aber eben weiter zurück und es gibt nicht so viele Updates.
Das war vorher und das ist ja auch immer noch der aktuelle Stand. Also jedes Feature geht erst in die Open Source Version und nach ein paar Monaten werden die Features, die sich als stabil erwiesen haben, genommen und in den Business Edition 2 gelegt. Und dann ist es dann eben da drin. Ja? Wie kann ich verlässlich Chromecast über mehrere Interfaces routen? Oh je, ich habe ein Multi-VLAN-Setup mit OpenSense und ESXi und zwei Wi-Fis und IoT-Geräte isoliert halten. Ja, da sind wir jetzt eher so im Consumer-Bereich, da bin ich nicht so stark, weil das jetzt in Business-Anforderungen eher selten vorkommt. Ich hatte das aber letztens bei einem Kunden, der irgendwie seinen Sonos-Lautsprecher in dem anderen Netz hatte und da haben wir, wie geschrieben, hier diesen MDNS-Repeater installiert. Der ist in der Regel Plug and Play, wir können das mal hier nebenbei machen, wobei ich sagen muss, es gibt mittlerweile drei Lösungen für den Bereich, weil eben auch nicht alles mit Multicast DNS arbeitet. Multicast DNS ist Port 5353, das ist so dieses klassische Bonjour, wenn man oder Apple Druckererkennung oder weiß der Geier, was es da nicht alles gibt. Schauen wir mal hier kurz rein. MDNS Repeater. Ja, das ist eigentlich hier enabled und dann muss man zwei Interfaces auswählen. Da wählen Sie Ihre VLANs aus, machen Save und dann kann es höchstens noch sein, dass Sie hier in den Firewall Rules Port 5353 freischalten müssen. Da dann einfach gucken. Wir haben noch irgendwelche Regeln. Da gehen Sie am besten dann in die Floating Rules, wählen dann Ihre Interfaces aus, um die es geht und dann sagen Sie hier Protokoll UDP und dann hier Destination Any, sagen Sie es niemandem, dass ich es jetzt nur so auf die Hopple Hop gemacht habe. Und dann machen Sie 53, 53, 53, 53 und sagen Save. Ja? Dass diese Pakete halt erlaubt sind, dass die an der Firewall ankommen. Das ist ja nicht in jedem Interface per Default erlaubt. Und dann werden sie ins andere Netz weitergegeben. Ja? Funktioniert in der Regel. Ansonsten gibt es noch. Schauen wir mal schnell. Ich glaube, es gibt noch. Sehe ich es jetzt hier beim Überfliegen? Ich sehe es nicht. Oh Gott. UDP Broadcast Relay, das wäre so die Lösung für alles. Ja, das ist sehr komplex zum Konfigurieren, aber damit kann man wirklich jedes mögliche Protokoll von einer Seite in die andere schieben. Ich habe für den Entwickler verwalte ich das. Das FreeBSD-Paket, die UDP Broadcast Relay, weil es das nicht gibt. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich habe es mir einmal angeguckt, um den Quellcode mir mal anzuschauen, ob der so in Ordnung ist. Was kann man hier machen? Da kann man bestimmt einiges machen. Ja, da muss man dann den Port manuell angeben und eine Broadcast-Adresse, wenn es denn eine gibt, und eine Quelladresse kann man eingeben. Da müssten Sie dann bei dem Hersteller schauen, welcher Port denn verwendet wird, 1900, 53, 53, hast du nicht gesehen, da dann in die Anleitung schauen vom Hersteller, welcher Port es ist und den dann eben von links nach rechts rüber relayen. Da müssen Sie halt dann alles manuell machen. Ansonsten, da, wenn Sie da ein Problem haben, dann im englischen Forum nachfragen. Da ist auch der Entwickler von dem Plugin relativ häufig unterwegs. Genau. Ja. Nee, haben wir noch was? Nee, hier soll TTL offenbar nicht geroutet. Ja klar, TTL 1, genau, das muss dann weitergegeben werden. Ja, okay. Nee, dann sind wir fertig. 40 Minuten. Und ja, Steffi, hast du ein paar Fragen noch? Ja, wir haben jetzt schon Fragen reinbekommen. Ich würde jetzt die erste Frage gleich vorlesen. Mhm. Und zwar OpenSense für bestimmte Anwendungen als Gateway ins Internet nutzen und den Datenverkehr überwachen. Ja. FWM mit zum Beispiel teamviewer.com erstellen, Datenverkehr bewerten und Alarme ausgeben. Also das wären jetzt zwei Fragen. Also das erste geht natürlich, also wenn jetzt die OpenSense ihre Hauptfirewall ist, dann geht ja sowieso jedes Paket darüber. Und wenn Sie sich den Traffic anschauen wollen, dann visuell ist es am einfachsten mit NTOP-NG. Ich installiere es mal so nebenbei. Und was war die zweite Frage nochmal?
Die zweite war Datenverkehr bewerten und Alarme ausgeben. Datenverkehr bewerten und Alarme ausgeben. Genau. Ja, da wären wir ja hier schon im Machine Learning-Bereich oder irgendeiner künstlichen Intelligenz. Das geht eigentlich nur mit der Intrusion Prevention beziehungsweise mit der Intrusion Detection. Ich bin da persönlich jetzt nicht der Superfan davon, der es jedem empfiehlt, weil es natürlich viel Arbeit macht. Ja, also es kann dann schon sein, dass bestimmte Pakete geblockt werden, fälschlicherweise geblockt werden. Und sie dann einfach nicht rausfinden, wieso es denn nicht geht. Wenn sie jetzt nicht jeden Tag mit der OpenSense zu tun haben und dann haben sie irgendwelche Phänomene, dann ist das Letzte, worauf sie dann kommen, dass es die Intrusion Prevention ist. Aber das Ding kann auch ganz nette Sachen, zum Beispiel, das hatten wir mal bei einem Kunden, der gefragt hat, ja, er interessiert sich da dafür, können Sie es mir mal zeigen? Und dann haben wir das so ein bisschen installiert und dann kam da in den Alerts, in dem Intrusion Prevention oder in der Detection, kam die Meldung, HTTP-Traffic Import 444, 443 erlaubt. Ja? Also 443 ist ja HTTPS verschlüsselt und die Engine von der Intrusion Prevention hat erkannt, es ist gar kein HTTPS-Traffic, sondern HTTP-Traffic. Und da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ja? Und am Ende hat sich herausgestellt, es war dann irgendeine Chinesenkamera, die da nach Hause telefoniert hat und die haben sich gedacht, gut, sie schicken das über Port 443, weil der ja eh nicht überwacht wird, weil es ja verschlüsselt ist. Ja? War ganz nett. Boah, könnte man vielleicht hier und da mal so eine Malware erkennen. Darüber würde die Reglementierung laufen. Ich habe mit den Jungs von NTOP-NG hin und wieder mal Kontakt und habe mal vorgeschlagen, so ein Policy Enforcement über NTOP-NG zu implementieren für die OpenSense. Mittlerweile gibt es ja auch schon die kommerzielle Version von NTOP-NG für die OpenSense, aber nicht in diesem Repo, was hier ist, sondern auf deren Webseite. Ja, vielleicht kommt es mal. Wäre eine tolle Sache, aber dann ist es auch kommerziell. Also da muss man auch ein bisschen Geld hinlegen. Wobei ich glaube, die Enterprise-Version von NTOP-NG ist jetzt auch nicht so teuer. Die kostet, glaube ich, irgendwie 100 € einmalig oder 300 € einmalig. Genau. Ich mache hier mal weiter. Noch eine Frage? Nächste Frage? Die nächste Frage: Wie kann man feststellen, ob eine NIC für Suricata mit dem IPS-Modus mit VLANs geeignet ist? Die von FreeBSD angeführten Treibergruppen sind nicht wirklich aussagekräftig. Ja, leider. Leider. Wird auch häufiger im Forum die Fragen gestellt. Da bin ich jetzt mal gemein und sage einfach die von Thomas Krenn nehmen. Die sind getestet. Ansonsten, also ich weiß, Celsio kann es, Intel sowieso. Mellanox habe ich auch letztens gelesen, dass die das auch können, weil die auf einen emulierten Treiber von NetMap zugreifen. NetMap ist diese Technik, die in diese Pakete dann direkt reinschaut. Ansonsten kann ich es Ihnen jetzt auch nicht sagen. Ach so, die Holländer selbst haben jetzt auch noch mal, ich glaube, ein Hardware-Update rausgebracht. Da waren es Broadcom-Treiber. Ja? Broadcom müsste dann also auch gehen. Aber es gibt leider keine Liste. Also da würde ich mich dann eher an den Standard halten, also irgendwas von der Stange kaufen und keine Spielereien. Genau. Nächste Frage. Kann man das Web-Filtering Reporting einer Sophos UTM mit der OpenSense nachbauen? Das ist mit ein Grund, warum die Software einfach Geld kostet. Könnten Sie theoretisch nachbauen, aber es gibt nichts. Es gibt nichts, keine Bordmittel dafür. Also Sie können natürlich die Logs vom Proxy sich irgendwo hinschicken lassen, an einen Elasticsearch oder an irgendeinen Syslog-Server und darüber dann irgendwelche Auswertungen fahren mit Kibana oder was es nicht alles gibt. Aber das gibt's nicht. Tut mir leid. Hätte ich auch gern, gibt's nicht. So, ich gucke jetzt mal hier schnell NTOP-NG, genau, ist jetzt hier Admin-Admin, ist eine eigene Software. Ah, jetzt müssen wir hier nochmal was machen. Neues Kennwort festlegen. So, genau, so sieht NTOP-NG aus. Da sehen Sie dann wirklich alles. Ja, es läuft jetzt natürlich leider überhaupt kein Traffic. Aber wir sehen jetzt hier den Port 3000. Das ist jetzt unsere Verbindung auf die Firewall mit Port 3000. Wir sehen jetzt hier
HTTPS-Traffic von der Firewall selbst. Hier sieht man dann auch noch Feed Ntop in Georg. Also die Applikation hat gerade versucht, nachzugucken, ob es denn ein Update gibt. Ja, und so sieht man eigentlich ganz schick, wie denn so der aktuelle Durchsatz ist. Also welcher Client, welche Verbindung macht denn jetzt gerade so die höchste, den höchsten Durchsatz? Ist jetzt bei uns bei einer Test-Firewall ohne wirklich Traffic, macht es natürlich keinen Sinn. Ja, und dann sehen Sie hier DNS, Sie sehen die Domain, die da aufgerufen wurde. Das sind jetzt alles italienische Domains, weil da Ntop.ng drauf läuft. Und Sie können das dann auf pro Host runterbrechen, dass Sie dann wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier den Host, das ist jetzt alles im Internet. Und dann sehen Sie zu dem Host, was denn da so alles gelaufen ist. Ja, also ist schon sehr mächtig, aber kostet dann auch ziemlich viel CPU. Können wir mal gucken. Wir werden jetzt wahrscheinlich immer wieder so kleine Spikes auf 100% sehen, auch wenn man keinen Traffic hat. Ja. Läuft übrigens auf so einer alten Sophos, Sophos UTM 220, da habe ich das jetzt mal schnell drauf installiert. Also ist jetzt wirklich eine sehr alte und sehr schlechte Firewall. Aber sieht ganz gut aus, ja, im Leerlauf. Genau, also Ntop.ng, kurz mal reingucken. Dafür ist es immer gut. Ansonsten dann wieder hier in die Services, Ntop.ng und dann bitte wieder beenden. So. Gut. Nächste Frage. Das, glaube ich, ist jetzt mehr Hinweis zu einer Frage von vorher. Ja. Quarantäne darf in Deutschland, soweit mir bekannt ist, nicht genutzt werden. Ja, was soll ich sagen? Gibt es aber von Sophos. Also die Sophos UTM hat so eine Quarantänefunktion, dass eine Mail, die als Spam klassifiziert wird, wird in eine Quarantäne geschoben. Und ein- oder zweimal am Tag kriegt dann jeder User für sich eine E-Mail mit den Statistiken, welche Mails da in der Quarantäne sind. Und der User kann selbst für sich entscheiden, ob er die Mail aus der Quarantäne rauslassen will oder nicht. Ja, wenn nur ein Admin die Mails in der Quarantäne sehen kann und selber entscheidet für den User, dann wäre das wirklich eine Grauzone. Aber da bin ich jetzt im Online-Recht bin ich jetzt nicht so stark. Aber wie gesagt, also sowas hat jetzt zum Beispiel eine Sophos und da gibt es keine Lösung im Open-Source-Bereich, soweit mir bekannt, die das kann. Wenn es doch eine gibt, dann bitte melden. Ich habe vor ein paar Wochen nochmal so ein Community-Projekt gestartet für die OpenSense, wo ich selbst viele FreeBSD-Pakete übersetze und kleine Plugins baue, die niemals in die offizielle Version reinkommen würden, also zum Beispiel so einen Unify-Controller oder ja, einen ganzen Elastic-Stack kann man dann auf der OpenSense betreiben, ist jetzt eher was zum Spielen. Aber wenn es da irgendwas gibt, gerne Hinweis an Thomas Krenn oder an mich und dann versuchen wir das nachzubauen. Ja, da bin ich motiviert. Genau, nächste Frage. Die nächste Frage, wissen Sie, ob was geplant ist in Bezug auf SSO mittels AsiaAd? Momentan funktioniert es nicht mit AsiaAd und LDAP. Mit Azure AD und LDAP. Ich habe nichts gehört. Mir ist das Problem auch nicht bekannt. Also wenn es LDAP ist, muss es ja eigentlich funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, was Azure AD da irgendwie nochmal anders macht. Vielleicht ist es dann ein Agent oder so. Wenn es LDAP ist, dann wird es funktionieren. Es gibt also die OpenSense, ich zeige es mal schnell, wenn man hier einen neuen LDAP-Server hinzufügt, ja, und man nimmt hier LDAP, das SSL dann halt, also die SSL-Variante, da gibt es ja dann SSL Encrypted oder Start TLS. Das ist dann oft recht zickig, bis man das zum Laufen gebracht hat, gerade was die Zertifikatsvalidierung betrifft, weil dann muss der Name wieder übereinstimmen und man muss das Root-Zertifikat installiert haben und. Ich mache es mir da immer recht einfach und ich missbrauche da das HA-Proxy-Plugin dafür, wo man diese Verifizierung von den Zertifikaten einfach abstellen kann. Ja, und dann sage ich, dann lege ich einen neuen LDAP-Server an und sage, die IP-Adresse ist dann hier Localhost. So. Und gibt es an den HA-Proxy weiter und der HA-Proxy, der wiederum verbindet sich dann jetzt zum Beispiel zu dem Azure AD
und dort dann eben verschlüsselt. Ja. Und da der Vorteil von HA-Proxy ist dann natürlich, dass man dann auch mehrere ID-Server angeben kann, mehrere Domain-Controller und auch zum Beispiel einen im Backup-Fall. Also man hat jetzt zum Beispiel zwei aktive DCs und dann hat man irgendwie in irgendeinem Rechenzentrum hat man noch einen Backup-Domain-Controller stehen, der eigentlich jetzt nicht so performant ist und dann sagt man, das ist jetzt der Backup-Server und dann nur, wenn die ersten zwei nicht funktionieren, würde die Firewall dann nochmal den dritten ansprechen. Aber bekannt ist mir da nichts. Nächste Frage. Welche Vorgehensweise, auch im Hinblick Performance, ist eher empfehlenswert? VLANs auf wenige NICs oder für jedes VLAN eine eigene dedizierte NIC nehmen? Wenn Sie für jedes VLAN eine eigene NIC nehmen, brauchen Sie kein VLAN. Weil VLAN ist ja dafür da, um Netze auf einer Netzwerkkarte zu separieren. Also da wird in dem Ethernet-Header wird das VLAN-Bit gesetzt. Und wenn Sie für jede Netzwerkkarte ein eigenes Netz nehmen, dann ist es nicht mehr VLAN. Also auf dem Switch sagen Sie natürlich, dieser Port gehört in dieses VLAN, aber es findet kein Tagging statt. Also es findet keine Info statt an den Empfänger. Dieses Paket ist für VLAN 2 für VLAN 2 und nicht für VLAN 1. Prinzipiell mache ich immer so, dass wir sagen, von LAN zu WAN machen wir zwei Netzwerkkarten und dann auf der internen Netzwerkkarte dann die VLANs und zum WAN, je nachdem wie viele Leitungen sind, dann dort die VLANs. Wenn Sie jetzt Backup-Traffic zum Beispiel damit abspeisen wollen, ja, und dann macht es natürlich mehr Sinn, dass das VLAN von der Quelle und das VLAN von dem Ziel nicht auf derselben Netzwerkkarte ist, weil sonst die Bandbreite natürlich halbiert wird, ja, weil es auf der Netzwerkkarte reingeht und auch wieder rausgeht. Interrupts sind jetzt heutzutage nicht mehr so das Problem. Da kann man sich dann überlegen, okay, man hat jetzt irgendwie 10 Netzwerkkarten und das Backup-Netz ist jetzt auf einem VLAN, was auf einer dedizierten Netzwerkkarte ist. Ja? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten von der Performance, also wir haben viele Hochschulen als Kunden und da hatten wir auch letztens einen, der hat das dann als Layer-3-Switch, ja, die hatten den Core-Switch und wollten jetzt zusätzlich noch Filter regeln, haben dann gesagt, okay, wir ersetzen den Core-Switch mit einer OpenSense-Firewall. War, glaube ich, auch sogar ein Gerät von Thomas Krenn. Und der hat jetzt da 30 VLANs auf der 10-Gig-Karte und es funktioniert super. Ja? Nächste Frage. Die nächste Frage wäre, da eher zu hoher Taktrate geraten wird, wäre die Frage, ob ein Xeon E2288 besser geeignet ist als ein Xeon Gold 5222. Da der Takt des Xeon E höher ist. Ja, da bin ich jetzt überfragt. Ich bin jetzt nicht der Prozessorexperte, der jetzt weiß, welche Nummer welche Taktrate hat. Es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ich tendiere dazu, Xeon mit, ja, ab 3,2 GHz zu empfehlen. Ja, ob es jetzt 3,2 oder 3,5 sind oder 3,8, spielt jetzt keine große Rolle. Ja, Hauptsache Xeon, dass es ein bisschen schneller geht, ob es jetzt ein Xeon E oder ein Xeon Gold ist, das ist dann eigentlich nicht mehr spürbar. Ja, das ist dann vielleicht so im 10-Gig-Bereich. Wenn Sie irgendwelche Anwendungen da fahren, dann haben Sie mit der einen haben Sie 6 Gigabit, mit der anderen 6,2 oder so. Also es ist eigentlich nicht spürbar. Wichtig ist nur, bitte nicht irgendwie 2 Gigahertz. Ja, das ist dann zu wenig. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie einen VPN-Server haben, ja, für 1000 User, ja, 1000, ja, 500 User, ja, dann läuft jedes Paket über diesen einen Prozess und das kann nicht verteilt werden. Ja? Und da ist dann eben 4 Gigahertz wesentlich schneller wie 2 Gigahertz. Ja? Aber sonst in der Regel sind die ganzen CPUs, die ab 3,2 Gigahertz sind, alle in Ordnung. Ja? Da werden Sie in der Regel nicht an Ihre Leistungsgrenze kommen. Würde mich schwer wundern, außer die Software per se kann es nicht. Ja? Also wenn Sie jetzt Intrusion Prevention machen, wo wirklich in dem Stream geblockt wird. Da hatte ich jetzt ein paar Mal Systeme da, wo ich ein paar Performance-Tests gemacht habe und
mit so 100.000 Signaturen bin ich nie über 3 Gigabit bekommen. Also mit jedem, mit dem ich telefoniere und der IPS haben will, also nicht IDS, sondern IPS, dem sage ich über 3 Gigabit, vergiss es. Ja, keine Chance. Da muss man dann einfach einen kommerziellen Hersteller nehmen, wenn das die Anforderung ist, der dann sowas auch in Hardware programmiert, ja, oder was auch immer, wie die das machen. Gut, nächste Frage. Kompatibilität zu AMD Ryzen gegeben? Ja, wurde ja jetzt auch von Thomas Gren mit in den Shop aufgenommen. Es gibt eine Auswahl von Prozessoren, die unterstützt werden, beziehungsweise wahrscheinlich werden alle unterstützt, aber die, die Sinn machen, die sind dann bei Thomas Gren da auch in dem Webshop verfügbar. Nächste Frage. Ich glaube, das ist jetzt eine Meldung, die der Teilnehmer bekommt. Ich würde dir jetzt mal so durchreichen per Chat. Siehst du die Frage jetzt? Sehe ich die Frage? Nee, jetzt ist das Chatfenster weg. Okay, Sekunde. das ist schlecht. Ich sehe hier, kannst du in das Word reinzoomen? War das die Frage? Nein, das war von einem Teilnehmer. Das geht mit einem Link los. Ach so, das war die Frage. Ja, und ist da der Inhalt der Frage oder ein PDF oder? Nein, da ist ein Link und drunter steht, was bedeutet das? Und eine Meldung. Ah, hier. So. Marvelous. Mehr. Also das ist mit der 21.1 mit den Release Notes. Also die Release Notes von 21.1 sagt zum Thema WireGuard: For those wondering, the WireGuard Plugin has been available since 2019. Was bedeutet das? Ja, das ist ein kleiner Seitenhieb. Nennen wir es Seitenhieb von OpenSense an pfSense. Weil die in dem, also pfSense hat ja mit der Version 2.5 auch die Kernel-Implementierung von WireGuard mit dabei, was sie ja groß bewerben, dass sie das gesponsert haben. Danke dafür, sehr gut, ja, das ist immer gut. Aber der Quellcode ist halt ja stark an pfSense angepasst, ja, und da kann man sich jetzt überlegen, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Es ist eher so ein kleiner Seitenhieb in die Richtung, hey, bei uns gibt es WireGuard schon seit 2019 und es wird auch immer unterstützt werden. Das ist der zweite Seitenhieb, weil pfSense gesagt hat, wir machen jetzt die pfSense Plus-Version, die bezahlte Version und die Community-Version wird nicht mehr so viele Features bekommen und wird auch nicht mehr so stark von den Festangestellten mit Updates versorgt. Sprich, es könnte jetzt sein, dass die Community-Version dann auch wirklich nur noch von der Community-Version, von der Community lebt. Ja, und die Community von pfSense ist in der Größe sehr gut, sehr groß, ja, Faktor 10 zu OpenSense würde ich jetzt mal sagen, vielleicht sogar auf Faktor 100. Ja. Aber es gibt halt ganz wenige Entwickler, weil pfSense jetzt nicht so offen ist für Leute, die Ideen haben und der Meinung sind, dass jetzt Feature XY eine gute Sache ist, ja. Wirklich nur meine persönliche Meinung, ja. Ich vertrete da keine Firmenmeinung oder sonst was. Aber das ist jetzt wirklich auch, weil da mit einem Augenzwinkern dabei war. WireGuard ist halt schon bei OpenSense dabei und wir arbeiten gerade daran, dass auch die Kernel-Implementierung für OpenSense mit reinzubekommen. Der Franco hat schon einen Testkernel gebaut. Da kommen aber immer wieder Panics mit dem Maintainer vom FreeBSD-Port von WireGuard. Der Bernhard Fröhlich ist ein Österreicher, mit dem chatte ich immer wieder, testen Sachen, aber es sind wohl nicht alle Patches, die da NetGate verwendet bei pfSense, auch im FreeBSD-Kernel mit drin, beziehungsweise sind eigentlich für deren Ökosystem angepasst. Und ja, heute habe ich auf der WireGuard-Mailingliste gelesen, dass ein FreeBSD-Entwickler sich da gemeldet hat und hat dann den Entwickler, der da angeheuert wurde, von pfSense erwähnt. Und da hat wohl der Entwickler von WireGuard gesagt, ja, der
war nicht kooperativ und von dem war er auch nicht so begeistert. Wie gesagt, nur ein kleiner Seitenhieb. Nächste Frage. Die nächste Frage wäre, können Sie zu der Outlook-Geschichte etwas sagen, wie mir OpenSense helfen kann? Outlook-Geschichte. Outlook-Geschichte. Outlook-Geschichte steht da, ja. Was für eine Outlook-Geschichte? Weiß Stellen ich wir mal vielleicht. zurück. Stellen wir mal Genau. zurück, vielleicht kommt die Frage. Bitte nochmal genau ausführen, was für eine Outlook-Geschichte. Sagt mir jetzt gerade nichts. Außer Sie reden jetzt irgendwie von dem Exchange-Exploit, das jetzt da verfügbar ist. Wenn das was damit zu tun hat, dann bitte nochmal nachfragen. Dann könnte man da vielleicht nochmal einwerfen. Ja? Weiter? Ja. Dann kam ein Hinweis, glaube ich. Das war so gegen 10.20 Uhr. Erst eingeben, dann Plus drücken. Erst eingeben, dann Plus drücken. Was auch immer das war. Das lassen wir jetzt auch so. Lassen wir so stehen. Also, ich bin kein Fan von Slides und ich bin auch nicht der kreativste Kopf. Ich mache immer alles live. Ach so, wegen dem Live-Log. Erst eingeben, dann Plus drücken. Ja. Das wird es dann gewesen sein. Ja, wie gesagt, also ich improvisiere immer ganz gerne und da kann auch mal dann was schieflaufen. Ja, erst was eingeben und dann Plus. Ach genau, so, hier und dann wieder Plus. Ja, Sie haben recht. Ja, kalt erwischt, passiert jedem, passiert auch mir. Danke für den Hinweis. Sehr gut. Weiter. Dann kam noch ein Hinweis, dass Filtern in der Live-Ansicht geht. Ja, das ist das, ja. Danke für die Hinweise. Ja. Ja, wahrscheinlich der Nervosität geschuldet. Ja. Aber das passiert, wenn man live ist. Ja. Gut. Dann die nächste Frage. Gibt es Tipps bei der Nutzung auf VMs, zum Beispiel mittels Proxmox etc.? Tipps, ja, Proxmox. Wenn man Proxmox verwendet, dann sollte man nicht so anspruchsvoll sein, was die Performance betrifft. Gibt. Der Virtio-Treiber hat nicht die beste FreeBSD-Unterstützung, auch in Kombination mit Intrusion Prevention. In der Regel wird darauf verwiesen, dass man lieber den E1000-Treiber verwendet und der kann dann eben nur Gigabit, nicht mehr. Ja, es gibt in den Foren gibt es immer wieder welche, die sagen, ja, habe nur 400 Mbit mit meinem Proxmox. Ja, naja, kostet halt nichts, ja. Wenn man dann Ansprüche hat, dann muss man halt was hinlegen. Ja? ESXi oder ESX habe ich schon bei Kunden gesehen mit 6 Gigabit. Ja? Also es geht schon mehr. Proxmox eben nicht. Ansonsten immer an den Standard halten. Wir spielen auch oft mit Firewalls, auch mit Proxmox, weil es da relativ schnell geht. Es funktioniert, aber wie gesagt, wenn Sie jetzt irgendwie eine Data Center Firewall haben, wo Sie jetzt 10 Gigabit Durchsatz, wenn das die Anforderung ist, dann bitte Blech, bitte Blech. Weiter. War in der Business-Version nicht zusätzlich eine GeoIP-Datenbank dabei? Richtig. Also die Datenbank ist ja mit dabei, beziehungsweise der License Key ist schon dabei. Also das ganze GeoIP-Zeug kommt von der Firma MaxMind, heißen sie, glaube ich, aus Kalifornien. Und die haben, ich glaube, im Dezember 2019, so kurz vor Weihnachten, haben die gesagt, sie lassen jetzt nur noch den Download von GeoIP mit einer Registrierung zu. Ja, das war dann alles recht hektisch, recht wild. Man muss sich registrieren, um die Datenbanken laden zu können. Man muss aber dafür nichts bezahlen, beziehungsweise man muss noch nichts dafür bezahlen. Ja, was MaxMind mit den Daten anstellt, beziehungsweise ob MaxMind dann irgendwann sagt, hey, du musst jetzt was bezahlen, kann keiner sagen. Und das ist in der Business Edition schon mit drin. Ja? Wenn jetzt MaxMind natürlich zu OpenSense oder zu die CISO sagt, hey, ihr müsst jetzt da ein 100er pro Monat hinlegen, dann wird es wahrscheinlich ganz schnell wieder verschwinden. Ja, aber ist nicht abzusehen. Aber es ist mit drin, ja. Weiter?
Könnten Sie kurz zeigen, wie eine WireGuard-Verbindung als Interface eingestellt werden kann? Wow, ja, okay. Ich zeige es mal kurz. Ich hole mal kurz. Wie viele Fragen haben wir noch? Wir Muss sind man noch nicht mal abschätzen. bei der Hälfte Wir sind noch angekommen. nicht mal bei der Hälfte. Oh, okay, und wir sind schon über der Zeit. Gut, dann hole ich mal aus. Oder mach mal schnell. So, WireGuard. WireGuard wird total gehypt, weil es ganz wenig Quellcode hat, weil es offen ist, weil es schnell ist und und. Aber WireGuard ist connectionless. Es gibt keinen Dienst, der Sitzungen behandelt. Es gibt keine User-Authentifizierung. Es gibt, weil es keinen Dienst gibt, gibt es keine Logs. Also wenn was nicht geht, dann gibt es da keinen Log, wo drin steht, warum es nicht geht, sondern Sie müssen wissen, wie WireGuard funktioniert. Und darauf aufbauen können Sie analysieren, wo das Problem ist. Ja, es ist einfach nur eine Verschlüsselung mit Public und Private Key. Und jedes Paket, das rausgeht, wird dann eben mit dem Public Key verschlüsselt. Und auf der Gegenseite wird es nur entschlüsselt, wenn der Private Key und Public Key dann eben zusammenpassen. Ja, deswegen hier dieser Reiter, also das Plugin hab ich programmiert, der hieß mal Server. Aber Server war dann zu verwirrend, weil auch wenn man die OpenSense als Client konfiguriert, braucht man einen Server, also eine Local Instance. Ja. Wir machen das einfach mal schnell. Man geht hier rein, nennen das hier Test. Public und Private Key lassen wir leer. Man braucht die Tunnel Address. Oh Gott, boah, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier brauchen wir 24 und hier würden dann die Peers gelistet werden. Und dann legen wir noch den, und dann gehen wir hier hin und sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich mache es jetzt aus dem Kopf raus, ja. Ist ja immer mit den, was haben wir jetzt da verwendet? 10, 10, 55, 1, haben wir hier. 10, 10, 55, 2. Und dann, wenn das jetzt sehr klein wäre, wäre das dann hier wahrscheinlich die 32. So, und dann haben wir hier jetzt, wenn wir hier reingehen, haben wir den Public Key, den müssen wir dann nehmen. Und dann gehen wir hier in den Endpoint und das wäre dann die Gegenstelle. Ja. Sagen wir hier End 1 und deren Public Key, den kopieren wir raus. Shared Secret braucht man in der Regel nicht. Und Allowed IPs wäre dann die, die man der Gegenseite zuweist, also die 10, 10, 55, 2, slash 32. Hier dann auch immer die Netzmaske auf die aufpassen. Endpoint-Adresse kann man leer lassen, wenn es dynamische IP-Adressen sind. Wir lassen das einfach mal alles hier leer. Ich werde jetzt auch nicht testen, ob dann die Verbindung funktioniert. Sonst das ist ein bisschen viel. So, hier haben wir es jetzt angelegt. Dann ganz wichtig, muss man dann hier das Peer linken. Machen wir hier Save, also ja, und hier aktivieren sollte man dann auch mal. Dann ist das Ding aktiv. Wie gesagt, Sie werden hier keinen grünen Balken hier sehen, weil, oder gibt es mittlerweile? Nee, es gibt halt keinen Dienst dafür, ja. So, dann sind wir hier auf der zweiten Firewall, da haben wir dann auch den Endpoint. Machen wir mal auch wieder End 1. Hier wieder in Local reingehen. Editieren, den Public Key. Ist ja gemein, jetzt markiert er das nicht wegen dem Slash. So, den wieder rein. Allowed IPs, hier wären dann die Netze, also das ist Firewall 2, die dann erreichbar sind. Ja, wir sagen jetzt einfach mal, was haben wir denn hier für eine IP? Wenn es jetzt ein Client wäre, würde man jetzt irgendwie die Gegenseite eingeben. Was haben wir denn hier als LAN? Achso, wir haben den. Ja gut, die hängen jetzt beide in dem Management-Netz. Machen wir mal 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4. Also die Netze, die jetzt erreichbar sind über diesen Tunnel für diese Firewall. Ja. Und die Endpoint-Adresse wäre dann 10. Also was haben wir denn hier auf dem WAN konfiguriert? 10, 5, 5, 1. Ja. Also wäre es dann hier 10, 5, 5. 10, 5, 5, 1. Und was ist der Port 51820? Ja. Also die Firewall ist der Client und hier müssen wir wieder
den Endpoint linken. Das Framework von OpenSense gibt es leider nicht so schön her, dass man das in einem Fenster machen kann. Also das Anlegen ist jetzt, ich glaube, es gibt intuitivere Lösungen. Ich habe auch mal mit dem Entwickler geschrieben, ob wir diese ganzen Grids nicht hier in ein Fenster packen. Das haben wir bei dem Bind-Plugin gemacht. Mal schauen. Ja, ich denke mal, wenn die Kernel-Implementierung soweit ist, dann werden wir das auch mit reinprogrammieren. So, jetzt muss man auf dem WAN natürlich noch hergehen und WireGuard erlauben. Ich erlaube jetzt einfach alles. Ja. Ansonsten wäre es UDP 51820 und hier auf der Kiste auch, weil es ja auch es ist connectionless. Also es würde dann auch einfach hier ein Paket ankommen und dann muss es da auch immer auch dann erlaubt sein. Also die WAN-Verbindung ist jetzt bei den Firewalls auch nur ein Crossover-Kabel. Ja, es ist nicht ein Switch oder irgendwas. So, genau. Und wenn der WireGuard-Dienst aktiviert ist, dann gibt es hier nochmal einen extra Reiter in den Firewall-Rules für WireGuard. Das ist dann der Traffic, der in dem Tunnel gefiltert werden kann. Nochmal zurück zu den Basics. Die Firewall-Regeln werden immer aus Sicht der Firewall gesetzt und Direction Inbound, also wo die Firewall als erstes das Paket sieht, also ein Paket, hier ist ein Paket, was von einem WireGuard-User reinkommen würde. Direction Inbound. Wir machen jetzt hier auch einfach mal alles erlauben. Wenn Sie es einrichten, machen Sie es bitte nicht. Ja. So, schauen wir mal. Genau. So. Und jetzt, jetzt schwimme ich gerade ein bisschen. Hier ist enabled. Kann man sich hier noch die Config anzeigen lassen? Ja, das sieht vernünftig aus. Handshake sind 0, also ist noch kein Traffic drüber gelaufen. Läuft noch nicht. So, auch 0. So, wie machen wir das? Jetzt müssten wir in Firewall 2 reingehen. Also ich habe es jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Das wäre dann Ping 1, 2, 3, 4 und die Quelladresse wäre dann das LAN. Ping geht? Geht nicht. Wahrscheinlich geht es nicht. Oder wir müssten... Ist ja beides die 50. Es wird nicht funktionieren. Exit. Der kennt die Route da nicht, die Route oder wieder zurück. Wir brauchen hier irgendwie noch ein neues Fenster zur eigenen. New Session 10, 24, 80, 51. So, ja, ziehen wir das mal rüber, das wird die andere Firewall. Ping 1, 2, 3, sag mal, 1, 2, 3, 4. Okay, also das Paket kommt an. Das sieht schon mal gut aus, ja? Also Firewall 1, das Paket kommt auf dem WireGuard-Interface an. Es kommt natürlich keine Antwort, weil es das nicht gibt, ja? So, also hier Firewall 1, ich weiß nicht, ob man es sieht, WG0 wäre dann das WireGuard-Interface. Wir könnten dann auch auf, schauen wir nochmal ab, das ist, dann waren es EM1, sagen wir mal 8, EM1, da sieht man dann das verschlüsselte Paket, ja, also von der einen IP zu der anderen 51820. Und dann könnte man jetzt hier auf dieser Firewall sagen, okay, natte es dann in die Welt hinaus oder was auch immer. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Wenn nicht, nochmal stellen, vielleicht haben wir dann noch die Zeit. So, nächste Frage. Jetzt müssen wir Gas geben. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, also wir haben noch circa 30 Fragen. 30? Wow, mehr wie in dem Sheet. Okay, da müssen wir uns überlegen, ob wir die noch aufheben für das nächste Webinar. Machen wir weiter. Ich würde es vielleicht jetzt so machen, dass wir, weil es sind schon einige, die das Webinar verlassen haben, dass wir vielleicht die Fragen dann im Nachgang dann beantworten per E-Mail, wenn das für dich okay ist. 30, ja klar.
Also natürlich nicht in der Detailtiefe mit Video, aber gerne, natürlich. Das Machen wir ist es klar, so. genau. Aber ich würde es wirklich so, dass man die im Nachgang dann, also die Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden bis jetzt, werden dann noch kurz im Nachgang per E-Mail dann von dir beantwortet dann. Gerne, klar. Weil ich glaube, das sprengt jetzt dann den Rahmen dann. Fragen. Ja, nee, nee. Ansonsten, wie immer, gerne ins IRC kommen, gerne im Forum schreiben. Es sind da ganz viele motivierte Leute, gerade eben im deutschen Forum. Da sind viele nette Leute dabei. Wird jetzt auch so ein virtueller Stammtisch wird da gerade eingerichtet. Ich glaube, jeden zweiten Freitag, leider zu einer Zeit, wo Väter mit Kindern da keine Zeit mehr haben. Deswegen bin ich da eher selten anzutreffen. Aber jeder ist willkommen und genau, im deutschen Bereich, da sind sehr viele nette Leute. Gut, dann Genau, dann machen wir es so, oder? dann werden die restlichen Fragen von dir per E-Mail beantwortet. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Es sind viele Fragen. Also ich gehe gerne dann noch weiter drauf ein, ja. Okay, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern für ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss! Bis dann. Ciao.